Für Landesrat Manfred Rhein in seiner Funktion als Aufsichtsrat des Vorarlberg-Tourismus sind Großereignisse wie die Fußball-EM, aber auch die kürzlich abgeschlossenen James-Bond-Dreharbeiten eine großartige Werbung für das Urlaubsland Vorarlberg. Ja, es ist erfreulich, dass wir diese Chancen erhalten haben. Einmal James Bond war hier, das ist auch medial ein Spektakel vor allem. Ich glaube nicht, dass jetzt Feldkirch plötzlich ein Zulauf von Gästen bekommt, weil man es nicht erkennen wird, aber rein medial war es eine sehr gute Werbung für uns, für unser Land, vor allem für die Seebühne. Und jetzt mit der EM ist natürlich erfreulich, dass wir hier die Sommersaison starten können mit so einem großen Ereignis, dank dem Baden-Württemberger und dem ZDF, dass sie hier die Seebühne ausgesucht haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wir sehen, was sich jetzt hier in der Vorbereitungsphase alles entwickelt und abläuft, das ist eine neue Dimension für uns, aus der wir auch lernen können. Wir haben auch die Chance bekommen, dass wir bekannter werden, dass man auch feststellt, wir sind in der Lage, Großveranstaltungen zu organisieren, abzuwickeln, was den Verkehr anbelangt, den öffentlichen Verkehr, was die Touristiker hier alles zur Verfügung stellen und anbieten und vor allem auch die Unternehmen, die Dienstleister, die hier ebenfalls sehr stark profitieren werden. Ich denke, so ein Zelt steht nicht überall. Das ist auch wieder eine Leistung, die von Betrieben kommen. Also in Summe gesehen ein guter Start und ich denke, dass wir große Chancen haben und auch diese Dynamik nützen müssen, auch in Zukunft, dass wir also jedes Jahr irgendeine Veranstaltung schaffen, die diese Größenordnung oder zumindest ähnlich hat.